Ja, Leute, guten Morgen, guten Abend, was wir auch haben, wenn ihr das hört. Ich wollte einfach nur mal einen schönen Gruß nochmal rausbringen, ja, und eben auch sagen, ich weiß, es ist nicht einfach, ja, eben gegen diese ganze rechte und asoziale Scheiße in der Gesellschaft, die sich auch eben virtuell wiedergibt, zu behaupten. Ja, entweder lernt man zu schlucken, ja, und Arsch zu kriegen, oder eben man steht offen und ehrlich zu seinem Wort und auch dagegen. Und dann hat man eben das Problem, wie gesagt, dass sich haufenweise Idioten bei einem melden, eben über YouTube-Kanal, über Facebook, über irgendwelche Plattformen, wo man sich auch virtuell begibt, kommen diese rechten Tunten und asozialen Spinner an und ja, verhetzen einen praktisch, ja, machen einem das Leben schwer. Ich meine, die greifen meine Behinderung an, die greifen meine Person an und drohen mir auch mit Gewalt. Das erlebt ihr sicherlich auch, ja. Zumindest wenn ihr keine Arschkriecher seid und euch alles gefallen lasst, dann werdet ihr auch zugeben müssen, dass ihr durchaus eben das Problem habt, dass rechte Idioten und asoziales Pack hier in der Gesellschaft immer wieder angreifen und auch eben im Virtuellen sich ausbreiten und ihre ja, blinden Parolen bringen und auch ihre blinden Hassreden gegen anderes. Ja. Ich kann nur sagen, es ist ein Armutszeugnis, ja, ein echtes, ja, ein echtes Armutszeugnis für Deutschland, für das soziale Netz auch, ja. Wie gesagt, es gibt eigentlich auch soziale Gesetze, soziale Regeln, es gibt auch soziale Richtlinien und es gibt auch, ja, soziale Regeln, gerade auch im sozialen Netz, ja, auf sozialen Plattformen. Deshalb war ich auch 9 Jahre zum Beispiel in einer Plattform Secret City SC, habe da unter anderem gebaut, designt, mich technisch eingesetzt, eben auch als technischer Support, ja, Webseiten erstellt, etc., Radios geleitet, Radios aufgebaut, sonst was, ja. Ich habe da sehr viel Kreatives und Soziales eingebracht, ja. Auch wenn einige Rechte natürlich dagegen anstinkern und meinen, das ist keine Arbeit oder sonst was, die können vielleicht, gerade mal ein Bild hochladen, das war's dann auch mit der Kenntnis bei denen, ja. Weiter kommen diese rechten Idioten nicht, ja. Weil was anderes als labern haben die nicht gelernt und schlecht zu machen. Ja. Ja, wie gesagt, Leute, ich bin jetzt hier ganz chillig und locker, ja. Habe eben ein bisschen mehr Zeit und eben auch mehr Ruhe, weil ich ja jetzt, aus der SC verhetzt wurde, aus Secret City, einer eigentlich Plattform für eben Menschen, um sich kreativ und sozial einzubringen und auch ein soziales Miteinander zu pflegen, was dort aber nicht anerkannt wird, wo ich auch gegen ich auch gerade reagieren muss, ja. Was ich auch tun werde, aber in Ruhe, ja, ich werde morgen da weitermachen und was boosten. Na, ja, und dann übermorgen und die nächsten Tage. Ich habe genug Screens von den Scheiß, der da passiert und ja, kann nur sagen eben, jetzt im Moment schalte ich ab. Ich habe mir gedacht, ich sag euch alle mal Hallo, ja. Alle, die es verstehen, die auch Sozialbewusstsein haben hier und eben auch Verstand und Bildung, dass ich einfach nur sagen kann, schön, dass es euch gibt, ja. Schön, dass ich nicht alleine da stehe mit einer sozialen Meinung und meine, wir hatten auch mehr soziale Bildung nötig hier in Deutschland, ja. Was eben auch gerade die Wurzel und das Problem ist, warum wir so viel Scheiße hier haben, ja. Ich meine alles, die ganze Gewalt, die Drogen, Waffenmärkte etc. Das ist alles rechtes und asoziales Pack, ja. All die Probleme, die wir haben, auch mit der ungleichen Geldverteilung etc. ist alles rechtes und asoziales Wirtschaften. Ja. Dahinter stecken immer wieder rechte oder asoziale Personen, die sich an dem bereichern, was dem Allgemeinen wohl zusteht. Ja. Und einige raffen das sogar nicht, ja, sind rechts, ja, und lassen sich vielleicht auch noch eine Glatze schneiden und ziehen Springerstiefel an, ja, und sagen, hier, was weiß ich. Ja, wir sind die ganz Harten und setzen sich dann auch noch in Drogenmärkte ein oder eben auch in Waffenhandel. Ja, und raffen gar nicht ab, ja, dass sie eigentlich die finanzieren, die alles ausbeuten, ja.
Ja, das ist schon lächerlich, also was die Idioten so machen. Aber es ist eine Tatsache, ja. Wie gesagt, ich bin hier ganz locker und habe Zeit, ja. Gebe ich hier auch nur mal so ein Hallo-Statement ab, ja. Eben zu dem, was gerade aktuell ist, was bei mir so läuft. Ja, das ist auch sozial, dass man sich einfach mitteilt, ja. Und eben, wie gesagt, bei mir ist es gerade so, dass ich 9 Jahre aktiv war, aktiv, kreativ und auch ehrenamtlich mich eingesetzt habe für Clubs, Designs, Aufbau etc., technischen Support und so weiter in verschiedenen Bereichen in einer Plattform, SCM, und dort jetzt praktisch rausverhetzt wurde. Ja. Ne? Man hat mich dort gelöscht etc., weil eben auch im Team dieser Plattform mir Gewalt angedroht wurde, unter anderem. Also sage ich nicht viel zu, das ist auch ein anderes Thema, das bearbeite ich eben separat auf Videos. Ich wollte euch nur mal mitteilen, was bei mir so abgeht, ja, dass ich ja immer wieder mit so asozialen und Rechten eben auch zu tun habe, welche agieren gegen meine Person. Und eben auch nicht in unsere soziale Demokratie gehören oder eben auf eine soziale Plattform. Ja. Eben auch nicht ins soziale Netz. Ja, auch eben mal hier bei Facebook zum Beispiel, ja, also NPD oder eben AfD oder sowas. Sowas hat bei euch gar nichts zu suchen, ja. Sowas hat auch nichts in YouTube zu suchen oder irgendwo anders. Ja, ich stehe dazu und ich stehe zu dem Punkt, dass ich sage eben, wir brauchen soziales Miteinander. Ja, und allen Sozialen kann ich hier auch Hallo sagen, ja, die es auch verstehen, die auch genug Bildung haben. Ja, und diese arroganten Möchtegern-Nazis und sonstige rechten Spinner und asoziales Pack, was immer nur meint, es ist was Besseres und muss nach unten treten von oben und andere niedermachen und schlecht machen und sonst was alles. Für mich habt ihr nur irgendwo ein eigenes Problem. Ihr müsst euch mal einen Psychiater suchen, ja. Diese Leute brauchen mal einen Psychiater, der mal mit denen ganz klar ihr Verhalten auch durchgeht, ja. Auch ihre Gedankenwelle mal ein bisschen erläutert, ja. Was da so schief läuft im Kopf, ja. Weil wir brauchen kein Gegeneinander, wir brauchen ein Miteinander, wir brauchen soziale Vielfalt und soziale Bildung. Ne? Dazu stehe ich und ich denke mal, es werden hier auch einige verstehen. Wie gesagt, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag oder Abend, was wir auch haben, wenn ihr das seht, und kann nur sagen, ja, ich freue mich, wenn ich vielleicht auch mal was von euch höre und ja, alles Gute, ne? Das war's. Bis bald, euer Lord Titan, alias Sven.